sagen, ich glaube, wir haben mit der Deckfolie fünf Folien, wo wir einfach ganz kurz einordnen wollen, das, was ihr gerade in der Halle gesehen habt, wie ist das bei uns am Standort in die Gesamtstruktur integriert. Einfach so ein paar Zahlen nennen, mal ein paar Fakten, dass man relativ schnell, wenn jemand Verständnisfragen hat oder grundsätzlich Fragen zu, könnt ihr die gerne stellen. Ansonsten wollen wir dann gleich über Volleyball sprechen. Wir sind beide Lehrer-Trainer, ja, das heißt, wir sind nicht beim Verein angestellt, auch nicht beim Verband angestellt, sondern wir sind hier an der Schule angestellt, beide verbeamtet, weil wir beide ein zweites Fach noch haben, unterrichten aber dann Volleyball über unser Deputat im Rahmen des Landesprogramms Talentsuche, Talentförderung. Und dieses Landesprogramm ist ein Kooperationsprojekt vom Hessischen Kultusministerium, von dem Verein zur Talentsuche, Talentförderung und vom Landessportbund. Der Verein Talentsuche, Talentförderung ist relativ einfach. Die sind für die ganze Abrechnung der Honorartrainer zuständig, weil es auch noch TFG-Leiter gibt, die auf Honorarbasis arbeiten. Für die Lehrertrainer ist das Kultusministerium zuständig auf der obersten Ebene und dann eben der Landessportbund runtergebrochen, dann auf der zweiten Ebene der Hessische Volleyballverband, der dem Landessportbund quasi Rechenschaft ablegen muss. Und auf derselben Ebene dann auf HKM-Seite die Schule als Partnerschule des Leistungssports und eben das Talentförderprojekt. Und das ist jetzt grafisch nicht so schön dargestellt, eben auf der unteren Ebene der Umsetzung auch die Vereine. Wir haben den Eintracht Wiesbaden und den VfC Wiesbaden als große Kooperationspartner, haben aber hier weitere fünf Vereine aus der Region, wo wir uns freuen, dass da auch Trainerinnen und Trainer heute mit dabei sind, die mit als Kooperationspartner hier im Rahmen des regionalen Talentzentrums mit integriert sind. Das regionale Talentzentrum, also ein schulisches Projekt, wird gebildet in Wiesbaden, das ist eine Sonderstellung in Hessen, aus zwei Partnerschulen des Leistungssports, der Elli-Heuss-Schule und der Gutenberg-Schule. Da gucken wir gleich noch, die Sportarten sind da aufgeteilt, was die Zuständigkeit angeht. Und wir haben noch zwei Schulen, eine Realschule und eine Mittelstufenschule, die mit dem Schulverbund sind. Das heißt, die beiden Schulen haben ihren Sportunterricht am Vormittag so synchronisiert, dass eine Realschülerin oder ein Realschüler, der aus volleyballerischer Sicht von uns gesichtet wurde und geeignet, aus sportlicher Sicht ein großes Talent ist, dass wir sagen würden, den würden wir eigentlich bei uns in der Schule in die Sportklasse mit aufnehmen, der hat dann die Möglichkeit, am Vormittagstraining mit teilzunehmen. Das ist zwar in einer anderen Schule, aber ist mit dabei. Das heißt, Kinder, die wir sichten und wo die Schulform eben nicht gymnasial ist, die fallen nicht aus dem Projekt raus, sondern haben die Möglichkeit, da auch noch dran teilzunehmen. So sieht es in Wiesbaden jetzt nochmal konkret aus mit den beiden Schulen. Die Landesservicestelle ist das HKM, staatliches Schulamt, hier die beiden Partnerschulen. Und ich bin gleichzeitig als Koordinator neben meiner Lehrer-Trainer-Tätigkeit, das heißt zuständig für alle Sportarten. Und die rot markierten, das sind die, die an der Gutenberg-Schule angesiedelt sind, vier Stück, drei davon mit Lehrer-Trainer-Stellen und Basketball nur am Nachmittag auf Honorarbasis im Rahmen einer TFG. Und bei uns an der Schule haben wir vier Sportarten mit Lehrer-Trainer-Stellen und zwei, die über Honorarkräfte arbeiten. Und das ganze Landesprogramm ist so aufgebaut, dass in diesem Bereich der TFGs und Talentförderprojekte sportartspezifisch trainiert und ausgebildet wird. Und darunter in dem Bereich der TAGs, die sogenannten Talentaufbaugruppen, das sind sportartübergreifende Gruppen, die alle von Honorartrainern geleitet werden am Nachmittag, wo es darum geht, sportlich talentierten Kindern eine Doppelstunde zum normalen Sportunterricht zusätzlich Unterricht zu geben. Und das ist so ein bisschen auch dann der Pool, der Talentpool, für die Talentfördergruppen, wobei wir eben andere Wege gehen müssen, auch beim Volleyball. Wir können nicht nur die TAGs als Talentpool nehmen, sondern wir gehen in die Grundschulen und wir müssen die Sportart Volleyball dort den Kindern vorstellen. Ja. Grundsätzlich sind alle Grundschulen hier im Schulamtsbereich Wiesbaden auf diese TAG-Strukturen verteilt, stützungsmäßig pro Standort immer so vier, fünf Grundschulen und die schicken dann die talentiersten Kinder, die von der zweiten bis zur vierten Klasse da sportartübergreifend ausgebildet werden. Und ab der dritten, eigentlich der vierten Klasse, kommen dann die TFGs mit ins Spiel. Und wie wir es im Volleyball machen, erläutert der Alex. Genau, also ein Ausschnitt des Sichtungskonzepts der Klasse 4. Eigentlich müsste der Anordnung nach eher eine Pyramide sein. Wenn man sich mal diese untere Leiste anschaut, dann sind das die möglichen
Zugangskriterien, wie man denn zu dieser mittleren Spalte der Abschlusssichtung kommt. Also es gibt diese Schnupperstunden, wir haben es mal die Zahlen mit aufgenommen, das sind 30 Grundschulen, die wir besuchen, 85 Klassen und insgesamt ca. 2000 Schüler, die wir da am Anfang des Schuljahres immer zwischen Sommer- und Herbstferien sichten, die wir durchlaufen, die diese Sichtungsbatterie, die wir vorgestellt haben, einmal absolvieren in einer Schnupperstunde. Daneben gibt es noch weitere Einstiegskriterien, der zentrale Termin. Da kommen quasi Grundschulen, die nicht die Möglichkeit haben, einen Termin mit uns auszumachen, können da ihre Kinder hinschicken, vorausgewählt schon, das heißt, da sehen wir nicht alle. Und dann gibt es daneben noch die also kleinere Anzahl an Kindern kommt dann über die Ballspielgruppe der Klasse 3, über die THG-Wettkämpfe oder auch natürlich über einen Seiteneinstieg. Abschlusssichtung ist dann so ein riesengroß rot markierter Punkt in unserem Jahreskalender. Das ist ein Wochenende, Samstag und Sonntag. Am Samstag findet die Abschlusssichtung für alle Mädchen, die eine Einladung bekommen haben, in diesen Grundschulsichtungen dann statt. Das sind circa 90 Stück. Und am Sonntag findet das Gleiche dann für die Jungen statt. Circa 70 Jungen so als Größenordnung. Von diesen erstmal 2000 gesehenen Schülerinnen und Schüler werden dann zu dieser Abschlusssichtung eingeladen. Dadurch laufen die eine andere Testbatterie, wie heute gezeigt, aber es ist natürlich schon auch volleyballspezifisch, viele Koordinationsaufgaben, viele 1-1. Und aus diesen 70 und 90 entsteht dann quasi eine ausgewählte erste Trainingsgruppe, nämlich die Talentfördergruppe 1, TFG 1, der Name ist vorhin schon öfter gefallen. So organisiert das bei den Mädchen in Wiesbaden, meistens so ungefähr 35 Mädchen dann ausgewählt werden, die bei Herr Kortz dann in der Woche trainieren. 25 Jungs, die bei mir schwerpunktmäßig an TFG 1 trainieren und in Taunusstein das Ganze mit 25 Kindern, Mädels und Jungs gemischt. Beim Herr Knut ist das, auch seit einiger Zeit, dass wir diese Außenstelle in Taunusstein quasi durch das regionale Talentzentrum mitbedienen. Und das ist so die erste Trainingsgruppe, die dann nach den Herbstferien, die jetzt vor einigen Wochen waren, danach in das Volleyballtraining einsteigen. Das heißt, es ist eigentlich tagesaktuelles Geschäft für uns, diese vierte Klasse, die nach diesem Elterninformationsabend, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass ganz wichtiges Talentkriterium dann auch das Elternhaus ist, dass die Kinder, auch wenn die wollen, müssen die Eltern wollen, müssen sie natürlich, die haben weite Schulwege, die kommen aus allen Grundschulen theoretisch in Wiesbaden und müssen natürlich die Anfahrt dann auch erstmal stemmen, dass die da auch dranbleiben, deswegen dieser wichtige Elterninformationsabend, an dem wir auch mal alles dann den Eltern im Vorfeld mal darstellen. Es passieren immer Rückfragen, das ist ganz, ganz klar, aber wir versuchen dann mal einmal ausführlich alles anzusprechen, was diese Talentfördergruppen betrifft und dann steigen die in den Trainingsbetrieb ein. Genau. Und dieser Trainingsbetrieb übergreifend, sieht man mal in dieser unteren Spalte, TFG Vereinstraining am Nachmittag, nach Mädchen, Jungen und Taunusstein Mädchen, Jungen aufgeteilt. Die Vorstellung ist, dass die TFG sich nach und nach von Klasse zu Klasse ein bisschen zurückzieht. Also die fangen mit zweimal TFG am Nachmittag bei uns an, bei den Lehrertrainern. Und dann werden die Vereine immer präsenter. Das heißt, im zweiten Schuljahr, in der fünften Klasse, ist es dann einmal die Talentförderung, die präsent ist. Und der Verein, der schon mal eine Einheit leitet, und so ist peu à peu, am Nachmittag zieht sich die Talentförderung immer ein bisschen mehr zurück und der Verein kommt mit ins Boot. Im zweiten Jahr, teilweise auch schon im ersten Jahr, in der TFG 1 stehen dann natürlich auch die ersten Vereinswettkämpfe an, die nicht über die Talentförderung getätigt werden, sondern über den Verein. Wir richten im ersten Jahr auch immer eine Mini-Turnierserie ein, die jetzt dann auch bald startet. Das heißt, wir versuchen auch möglichst viele Wettkämpfe, da sind dann immer 100 Kinder in der Halle, wir spielen Kleinfeldturniere. Dann versuchen wir natürlich auch schon einzurichten, aber da läuft natürlich ganz viel über Verein und Verband dann. Nächsten Samstag, also 16. wer noch möchte, von den Vereinen, die aus der Region kommen, ganz informell auf der Homepage volleyball-talentförderung.de sind Infos, kann man sich anmelden oder mich anschreiben, dann schicke ich nochmal die Ausschreibung. Genau, verschiedene Kategorien, also auch diese Fangen-Fangen-Britschen-Geschichten und dann später auch Volleyball ohne Fangen, genau. Was den Standort natürlich jetzt auszeichnet, sind diese zwei vollen Lehrer-Trainerstellen. Das heißt, dieser pink untermalte obere Kasten ist die spezielle Talentförderung in den Sportklassen. Das heißt, aus dieser Talentfördergruppe 1, wir sind noch in der vierten Klasse, werden dann so im Laufe des Schuljahres Gespräche geführt, welche Kinder denn in die Sportklasse hier der Elli-Heuss-Schule übernommen werden können. Die natürlich dann, was die Talentförderung angeht, noch weitere zusätzliche Angebote haben. Sprich, wenn wir es einfach mal durchgehen, 2 Doppelstunden Volleyball-Athletiktraining am Vormittag. Das meint, dass die haben 2 Blöcke. In den unteren Klassenstufen ist dann auch viel sportartübergreifender Unterricht dabei, beim Herr Kortz und bei mir. Und bei den anderen Sportarten natürlich, Fußball, Handball, Schwimmen ist ja auch an der Schule organisiert.
In den aufsteigenden Klassen wird der Volleyballblock immer größer und vor allem auch das Athletiktraining. Dadurch, dass der Verein ja am Nachmittag immer präsenter wird, viel Balltraining macht, ist es so, dass in der Oberstufe, jetzt Klassen 12, 13, auch schon in der auslaufenden E-Phase, eigentlich der Athletikanteil bei uns am Vormittag zunimmt. Das heißt, wir haben wirklich top ausgestatteten Kraftraum. Da ist wirklich alles dabei, was das Herz begehrt, von Langhantel über Kettlebells, über Seilzüge, über Kaisergeräte, das ist wirklich top. Und da wird natürlich dann der Schwerpunkt immer mehr reingehen. Was hier so zusätzliche Sachen sind, die natürlich dann mit dem Schulübertritt auch den Kindern zustehen, ist besonders diese pädagogische Begleitung, schulische Unterstützungsmaßnahmen. Das ist natürlich ein Privileg, das dann die Sportklassenschüler haben, wenn die durch Wettkämpfe, sei es Kader über den Verband oder Schulwettkämpfe, wenn die Fehlzeiten an der Schule haben, haben die diese Möglichkeit, durch Stütz- und Förderunterricht die verpassten Inhalte aufzuarbeiten, nachzuholen. Genauso wenn schulisch das Notenbild den Anschein hat, da muss vielleicht ein bisschen nachgeholfen werden, haben auch diese Sportklassenschüler die Möglichkeit, da Unterstützungsmaßnahmen zu bekommen. Und das ist auch so ein Kernarbeitsgebiet der Lehrer-Trainer-Stellen, dass die diese Mentorentätigkeit haben, dass wir das auch wirklich im Blick haben, was läuft schulisch, was läuft sportlich, was läuft drumherum, dass wir die möglichst natürlich das Gesamtpaket zwischen Schule und Leistungssport dann auch schnüren können für die Kids. So ein paar Punkte, die in letzter Zeit auch gelaufen sind, Ernährungsberatung, da hatten wir zwei riesengroße Elternabende, auch mit den Kindern, für die Kleinen gab es einen Elternabend und dann für die größeren Schüler, wo dann sportartübergreifend einfach Grundlagen gesunder Ernährung mal berichtet wurden, erzählt wurden von einem externen Referenten auch. Mentaltraining, so eine volleyballspezifische Sache, das haben so die Volleyballer für sich in den letzten Jahren Curriculum erarbeitet. Ab Klasse 8 geht es da los, ganz simpel erstmal mit Zielsetzungen. Was für Zielsetzungen, wie können wir uns Ziele setzen? Aber dann schon auch wirklich, wie kann ich im Wettkampf, wenn sich eine kleine Fehlerserie einschleicht, wie kann ich da vielleicht mal einen Stopp setzen? Was für Rituale gibt es da? Atemtechniken zur Beruhigung. Also ist was wir im Austausch da uns immer arbeiten als Curriculum und ist so ein Volleyball-Spezifikum. Genau. Und auch ein sehr wichtiger Punkt, Unterstützung durch den VC Wiesbaden, in Klammern auch die Eintracht. Also es ist so, dass wir am Vormittag nicht nur wir beide in der jeweiligen Klasse stehen, sondern wenn ich jetzt das Beispiel meiner Sportklasse 9-10 nehme, das sind 21 Schülerinnen und Schüler und da ist dann der Vereinstrainer, der hauptamtliche Arne Kramer des VC Wiesbaden dabei. Also wir stehen mit zwei Lehrern, einem Trainer, einem Lehrer in der Halle und können mit dieser Trainingsgruppe trainieren. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, was Manpower angeht am Vormittag einfach. Macht es aber auch notwendig, wenn man von also wir haben immer zwei Jahrgangsstufen zusammen, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann 11 und 12. Und wenn dann pro Jahrgangsstufe ungefähr 10 Kinder sind und wir 20 dann in der Halle haben, um dann auch eine individuelle Förderung noch gewährleisten zu können, brauchen wir einen zweiten Trainer. Ja, das ist einfach ganz, ganz klar. Aber es ist natürlich eine Luxussituation und wir haben bewusst den VC Wiesbaden mal reingeschrieben, die Eintracht unterstützt auch, aber der VCW hat natürlich ganz andere Möglichkeiten als Bundesligist, als Erstligist, da eben zu unterstützen, auch was Physiotherapie und Ärzte angeht, haben wir eine super Kooperation, wo wir Sachen mitnutzen dürfen. Und bei der Sichtung ist Arne Kramer als hauptamtlicher Trainer eben auch am Vormittag mit dabei und kann Grundschulen mit versorgen, sonst können wir es gar nicht alles schaffen. Ein Punkt vielleicht noch, dieses Kleingruppentraining am Mittag ab Klasse 7. Das ist so ein Punkt, da zieht sich die Talentförderung nicht am Nachmittag zurück, sondern da bietet sich die Möglichkeit dann für ausgewählte Top-Talente nochmal in Kleingruppen, positionsspezifisch bei Vereinstrainer plus Lehrertrainer. Diese haben wir ein bisschen aufgeteilt. Wir haben eine athletische Gruppe, die gleichzeitig mit einer Ballgruppe positionsspezifisch zum Beispiel die Zuspieler in der Halle sind. Ein Teil der Gruppe im Kraftraum mit dem Lehrertrainer dann jeweilig arbeitet. Haben wir auch am Nachmittag noch die Möglichkeit, da gezielt individuell zu fördern.